sie sei eine schlechte Laune-Partei, die AfD, so der Bundeskanzler. Nach dieser Lesart nimmt die Zahl der schlecht gelaunten im Land aber beständig zu. Ausweislich der Meinungsumfragen zu Parteien und Wahlverhalten. Die Rechtspopulisten liegen bei knapp 20%, gleich auf mit der Kanzlerpartei SPD. Wie gesagt, noch sind es Umfragen, aber die nächsten Wahlen kommen bestimmt. Höchste Zeit für die Gegner der AfD, sich etwas einfallen zu lassen. Oder mal Selbstkritik zu üben. Vielleicht denken dann manche potenziellen AfD-Wählerinnen und Wähler noch mal nach. AfD im Umfragehoch, woher kommt der Zuspruch? Jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zugeschaltet aus Bonn, ist Reinhard Schlinkert, der Gründer von Infratest DIMAP, dem demoskopischen Institut, das unter anderem die ARD mit dem Deutschlandtrend beliefert. Maria Fiedler ist stellvertretende Leiterin des Tagesspiegel Hauptstadtbüros hier in Berlin. Sie schreiben über Union, FDP und Innenpolitik und Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Methode AfD. Alexander Kissler ist Redakteur im Berliner Büro der Neuen Zürcher Zeitung, bekanntlich eine Schweizer Zeitung, und dort heißt der Redakteur Redaktor. Redaktor Alexander Kissler bei uns. Und Professor Werner Patzelt ist Politikwissenschaftler und Forschungsdirektor des Brüsseler Büros des ungarischen Thinktanks Matthias Corvinius Kollegium, also einer Organisation oder einem Institut für politische Analysen. Herr Schlinkert, AfD und SPD sind im Moment in den Umfragen etwa gleich auf, so ungefähr bei 18-19%. Ist das eigentlich eine Momentaufnahme, die wir gerade erleben, was die AfD, die Wählergunst zugunsten der AfD angeht? Oder ist es bereits ein Trend? Sie haben ja viel Erfahrung damit, wie sich demoskopische Umfragen, wie sich Umfragen dann sozusagen verfestigen können und wie daraus Wahlergebnisse werden. Naja, die Leute, die wir jetzt gefragt haben, die gesagt haben, sie wählen AfD, sind natürlich nicht alle diejenigen, die dann auch zur Wahl gehen. Das wird man später sehen. Aber interessant ist ja, dass bereits im letzten Trend, den wir in Thüringen gefragt haben, das war im August 22, da war die AfD in Thüringen schon stärkste Partei. Aber da hat sich noch nicht jemand so stark aufgeregt, wie das jetzt ist, weil es jetzt auf bundesweit auch angekommen ist. In Brandenburg haben wir die AfD auch bei 23% jetzt im April gehabt, auch noch ein bisschen stärker, also schon als die SPD, gleich auf mit der CDU. Das ist ein Trend, der ja nicht erst seit gestern da ist. Herr Patzelt, kommt die AfD jetzt aus der politischen Schmuddelecke raus oder haben einfach immer mehr Wählerinnen und Wähler kein Problem mehr mit dieser Schmuddelecke? Ich glaube, dass die Sache mit der Schmuddelecke den Kern des Problems nicht trifft. Der Kern des Problems scheint der zu sein, dass viele unserer Politiker von der Migrationspolitik, früher von der Euro-Rettungspolitik bis hin zur Energie- und Klimapolitik, bei einer nennenswerten Minderheit der deutschen Wählerinnen und Wähler nicht auf großen Zuspruch stoßen. Und nachdem sämtliche etablierten Parteien von der CDU über die SPD und die FDP bis hin zu den Grünen an diesen Politiken festhalten wollen, sagen sich viele, ja, dann ist die einzige Partei, die wir wählen können, die Alternative für Deutschland. Herr Kissler, wenn wir schon mal bei Umfragen sind, nur noch 20% sind mit der Arbeit der Ampel im Moment zufrieden. Erklärt das Umfragehoch schon hinreichend der AfD? Das ist ein dramatischer Befund für eine Bundesregierung in der Mitte der Legislatur. Die Ampel muss sich sehr an der eigenen Nase fassen. Und mit Sicherheit ist mehrheitsfähig die Auffassung, dass wir momentan schlecht regiert werden. Und davon profitiert natürlich zunächst nur eine Opposition. Und innerhalb der Oppositionslandschaft profitiert dann jene Partei stark oder stark zunehmend, die auch innerhalb der Opposition als Kontrakraft erkennbar ist. Die CDU hat einfach das Problem, dass sie eben für viele der jetzigen Zustände mitverantwortlich ist, dass ein Parteimitglied namens Frau von der Leyen bei der EU-Kommission an führender Spitze steht. Insofern die CDU, CSU immer das Problem haben, sich auch ein Stück weit von sich selbst distanzieren zu müssen, um der Ampel richtig Kontra zu geben. Diesen Nachteil sozusagen hat die AfD nicht, weil sie einfach noch nie irgendwo politische Verantwortung getragen hat. Und desto leichter kann man fordern, je weiter man von der tatsächlichen Gestaltungsmacht entfernt ist. Frau Fiedler, die anderen Oppositionsparteien in der Tat, besonders die Union, können von der Unzufriedenheit der Wählerinnen und Wähler mit der Ampel nicht profitieren oder kaum profitieren. Woran liegt das?
Also es gibt jetzt auch mittlerweile selbstkritische Töne aus der Union. Man fragt sich, warum man nicht über die 30% hinauskommt, obwohl ja die Ampel erkennbar Probleme beim Regieren hat. Und eine Erklärung hat jetzt beispielsweise der Generalsekretär der CDU in Schleswig-Holstein geliefert, der sagte, die Union werde womöglich nicht als konstruktive Alternative zur Ampel wahrgenommen. Das ist sicherlich auch nur ein Faktor. Herr Kissel, Sie haben gerade einen anderen Punkt genannt. Aber die Krawallrhetorik, die auch aus der Union zu hören war in letzter Zeit, hat wahrscheinlich nicht dazu beigetragen, dass sie als konstruktiv wahrgenommen wurde. Also ich sag mal nur ein Beispiel: Energiestasi, als es um das Wärmegesetz der Ampel ging. Und dann hat die Union natürlich auch ein Problem, weil Friedrich Merz wahrscheinlich nicht auf so viele Wähler, wie sie sich das wünschen würden, sympathisch erscheint. Also bei der Kanzlerdirektwahl hat letztens die Bild am Sonntag eine Umfrage gebracht. Da käme er auf 20%, Olaf Scholz auf 25%. Und da liegt Friedrich Merz einfach hinter den Umfragewerten seiner eigenen Partei. Das ist natürlich auch ein Problem. Leute, ich sagen muss, weil Sie sagen, Spitzenpersonal der AfD gilt auch als sehr, sehr unsympathisch. Also Hupalla und Weidel sind fast immer am Schluss des Rankings. Also die haben auch ein Personalführungsproblem. Trotzdem wird das übertüncht von dieser starken Oppositionskraft, teils Protest, teils programmatisch. Aber in der Tat ist das Spitzenpersonal gerade bei Oppositionsparteien ganz wichtig. Und im Übrigen sollte man sich nicht an diesen Kleinigkeiten, ob die Rhetorik vielleicht falsch ist, ob der Spitzenkandidat zu schlecht aussieht oder zu übel überkommt oder ob die Opposition nicht konstruktiv genug ist, an diesen Faktoren die Kleinigkeiten erklären. Kleinigkeiten sehr wohl, aber nur Kleinigkeiten nicht allzu lang aufhalten. Das Kernproblem oder die Kernerklärung scheint mir darin zu sein, dass die CDU nicht mehr eine Partei auch derer im Lande sein will, die sich rechts von der politischen Mitte empfinden. Die CDU will eine Partei nur noch der politischen Mitte sein. Und nun gibt es nun mal auch Rechte im Lande. Und die Rechten haben sich nun beschlossen, hinter der Fahne der AfD zu versammeln. Das scheint mir ein ziemlich klarer Sachverhalt zu sein, für den vor langer Zeit schon der Begriff der Repräsentationslücke geprägt worden ist. Und wenn man den nicht im Auge hat, wird man immer nur an Symptomen herum zu operieren versuchen. Herr Schlingert, entspricht das auch Ihren Ergebnissen, dass viele in der Union zu sehr die Mitte bemängeln und dass man doch, sagen wir mal, so Mitte-Rechts sein möchte? Also das, nennen wir es mal anders, das Nationale, das Konservative wieder mehr in den Vordergrund stellen sollen? Ja, das ist eine andere Frage. Ich muss aber noch mal ganz kurz auf unseren Schweizer Kollegen eingehen. Das ist ja nichts Neues, dass eine Bundesregierung nur 20% Zufriedenheitszahlen hat. Das haben wir schon gehabt, als die Union mit der FDP dran war. 2010 haben wir das gehabt. Wir haben ganz niedrige Werte gehabt, als die Union und die SPD wieder dran waren. 18. Also so ganz ungewöhnlich ist das nicht, dass wir so niedrige Zustimmungsraten haben. Aber dass der Kanzler so schlecht gewertet wird, das finde ich schon außergewöhnlich. Bei Kohl war es auch nicht. Was der Tanzer, das ist das Nächste. Da komme ich jetzt gerade drauf. Man muss sich vorstellen, Olaf Scholz fing mit ungefähr 60% Zufriedenheit an. Jetzt ist hat er sich halbiert. Das Gleiche bei Robert Habeck hat sich noch mehr als halbiert. Frau Baerbock hat sich auch etwa halbiert, noch ein bisschen weniger. Christian Lindner hat auch wesentlich weniger bekommen und Friedrich Merz verharrt so in den Bereich 30 und unter 30 jetzt 26%. Das heißt, das Spitzenpersonal überzeugt nicht. Und bei der Thematik, wir haben ja auch gefragt, warum wählen Sie denn die AfD? Jetzt in unserer letzten Deutschland-Trend im Juni, da haben immerhin 2/3 gesagt, weil sie sind von den anderen Parteien enttäuscht. Und was spielt Ihre größte Rolle bei der Enttäuschung? Zuwanderung, Migrationspolitik, Energiepolitik, Umwelt-, Klimapolitik und dann kommt erst die Wirtschaft. Das heißt, die Frage der Immigration, wo ja auch nun die CDU probiert, wieder doch sehr strikte Vorstellungen zu haben, was die Asylgewährung an den Grenzen, Außengrenzen der EU angeht. Ich glaube, da probiert die CDU sich nun im Moment wieder ein bisschen weiter, die Union ein bisschen weiter aus der Mitte hinweg zu bewegen. Aber das ist eines der tragenden Themen, die wir im Moment sehen. Also doch, die Union ist da ja auch nicht geschlossen an der Stelle. Das muss man ja dazu auch noch sagen. Also wir sehen zwar einen Michael Kretschmer, der jetzt eine grundlegende Änderung des Asylrechts ins Spiel bringt, aber wir haben auf der anderen Seite auch Hendrik Wüst oder Daniel Günther, die da einen viel liberaleren Ansatz fahren, beziehungsweise da eben auch mehr noch auf der Merkel-Linie sind. Und bei Friedrich Merz
changiert es immer mal so. Wir haben ihn gehört, wie er von kleinen Paschas gesprochen hat. Da gab es dann auch aus der Partei deutlichen Widerspruch. Das hat er dann so nicht wiederholt. Aber man merkt schon, es gibt da keine eindeutige Linie. Einer Volkspartei, die eine sein will, wäre das auch ein bisschen komisch, wenn sie eine einheitliche Linie hätte. Die ist ja sozusagen ein Markenzeichen der Union, der CDU immer gewesen, verschiedene politische Richtungen zu bedienen. Aber Frau Fiedler, was ist denn das Hauptproblem, vor allem der Ampel? Betrachtet, ist die Politik dazu abgehoben, ist sie zu verkopft, gibt es da zu viel Streit innerhalb der Koalition, zu viele Baustellen? Herr Schlingert, gibt es da zu viele Baustellen, zum Beispiel Covid, Energiewende, Krieg? Ich glaube, das Hauptproblem ist, das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Ampel hat massiv abgenommen und in die Regierungskompetenz der Ampel. Also wenn sich eine Regierung permanent streitet, wenn sie sich auch gegenseitig blockiert, also Stichwort Heizungsgesetz, da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal drauf. Wenn dann die FDP sagt, nein, das tragen wir so nicht mit, aus inhaltlichen Gründen, wo sie auch Punkte hatten, die richtig waren. Die Grünen dann wiederum sagen, ja, dann blockieren wir wieder was anderes. Das bietet ja ein fatales Bild für die Wählerinnen und Wähler. Und wenn man dann kein Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Regierung hat, dann kann das natürlich sich auch auswirken auf das Vertrauen in das politische System insgesamt. Und Scholz lässt das halt einfach laufen. Er hat jetzt im Talk gesagt, Streit ist keine Werbung. Und er wünschte sich, dass manche Debatten etwas leiser ausgetragen würden. Aber er tut nichts dagegen. Also er entwickelt den Eindruck, dass jemand, der eine Dreierparteienkoalition nicht führen kann, auch führungsschwach ist natürlich auch im Ausland. Das heißt, die Schwäche, Herr Patzelt, ist das chaotische Vorgehen der Ampel weniger, dass man jetzt sagt, die sind so abgehoben, eine abgehobene Elite, sondern dass sie einfach ein Politikangebot machen, ein praktisches Politikangebot, das die Leute verstört. Dass die Ampel zerstritten ist, ist nicht das Hauptproblem. Das gießt sozusagen nur noch ein wenig Sahne in den Kaffee hinein. Das Hauptproblem ist, dass vieles an der Ampelpolitik nicht zur Wirklichkeit passt. Schauen Sie, der Fundamentalpazifismus von Grünen und vielen Sozialdemokraten ist zerschellt am russischen Überfall auf die Ukraine. Das ist eine 180-Grad-Wende, sogar eine Zeitenwende ist das geworden. Da merkte man, das stimmt doch irgendwas nicht mit dem, was diese Leute so lange so sympathisch gemacht hat. Dann kommt die Sache mit Klimaschutz. Dass man dafür ist, ist selbstverständlich. Aber dann wird das runtergebrochen bis hin zur Wärmepolitik oder zur Heizungspolitik. Und jeder bemerkt, was das im eigenen Alltagsleben macht. Es ist einfach so, dass die Politiken, die unsere politische Führung machen will, sich zwar sehr gut machen in Parteizirkeln unter schon Überzeugten, sie machen sich gut auf Parteitagen, sie machen sich gut im Wechselspiel mit Journalisten, welche die Sache ähnlich sehen, sie machen sich aber in der Wirklichkeit nicht allzu gut. Und jetzt sehen wir einfach viele illusorische Ideenblasen an der rauen Wirklichkeit zerschellern. Und an dieser Stelle sind die Bürger natürlich besorgt, ob die Regierung wirklich so gründlich darüber nachgedacht hat, was sie machen will. Und dann kommt der Streit sekundär dazu, denn dass man sich dann innerhalb der Koalition streitet, was ist denn nun wirklich richtig, was nicht, was steht im Koalitionsvertrag, was muss nun unbedingt gemacht werden, was ist sozusagen Verrat am Koalitionspartner. Dieser Streit ist dann selbstverständlich und erfreut die Bürgerschaft nicht sonderlich. Herr Schlingert, darf ich da vielleicht kurz anschließen an das, was Herr Patzelt gerade gesagt hat. Wie sehen denn die Bürger, Bürgerinnen und Bürger die politische Führung, die politische Klasse, wie immer man sie jetzt nennt, nicht nur, dass jetzt im Moment die Ampelkoalition so schlechte Werte hat, sondern wie empfindet man die Arbeit, auch das Verhalten, die ganze Performance der politischen Klasse in Deutschland? Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch auf zwei ganz interessante Werte aufmerksam machen. Wir haben das lange nicht mehr gehabt, dass nur 2/3 der Menschen in Deutschland sagen, dass die eigene wirtschaftliche Lage sehr gut oder gut ist. Das ging ab Januar 2019 runter, das hat man vorher nicht gehabt. Das ist also parallel dazu, wie man die wirtschaftliche Lage in Deutschland einschätzt. Die schätzt man auch schlechter ein, als das vorher gewesen ist. Die Mehrheit, 2/3 sagen, die ist schlecht. Das war auch lange, lange Zeit nicht der Fall. Die Menschen sind wirklich verunsichert. Und wenn es bei den Heizungen, um die Heizungen geht, dann machen sich die Menschen Sorgen, dass die geplanten Maßnahmen zu klimaschonenden Heizen mich finanziell überfordern werden. Auch wenn etwa die Zustimmung zu den Heizungen etwa 50-50 in der Bevölkerung ist. Die Menschen sehen schon, dass da was passieren muss. Aber sie sagen, das überfordert mich. Sie sind total verunsichert und sagen noch zusätzlich,
bei den ganzen Fragen um die Heizung geht es natürlich auch darum, dass sich die eigenen Parteien, die Parteien in der Dreier in der Ampelkoalition selbst profilieren wollen. Und wenn sie dann noch so schlechte Zustimmungswerte zu den handelnden Personen haben, zu der ganzen Regierung haben, dann ist natürlich völlig klar, auch dass sie, was gerade gesagt wurde, was den Kern der Grünwähler angeht, sympathische Partei, man fühlte sich gut, wenn man sie wählte, man machte nichts Schlechtes. Und inzwischen sieht es da ja auch anders aus, dass also sehr, sehr viele grüne Wähler inzwischen ihre Stimme nicht mehr bei den Grünen geben. Die haben ja nun deutliche Stimmenverluste bei den letzten Wahlen gehabt, sowohl in Berlin als auch in Bremen. Und es fällt ihnen immer schwieriger, mit ihren Vorstellungen in die Mitte der Bevölkerung reinzukommen. Wir hatten jetzt heute die Meldung, dass die Koalition sich darauf geeinigt habe, das Gebäudeenergiegesetz noch vor der Sommerpause durch Bundestag und Bundesrat zu bringen. Da sieht man, wie also die Niederlagen von heute die Katastrophen von morgen gerade so heraufbeschwören. Man hat sich nicht geeinigt, weil es wirklich in der Sache kompliziert ist. Jetzt will man Handlungsschnelligkeit und Entschlossenheit demonstrieren. Und das Ergebnis, ein hochumstrittenes Gesetz soll mit gewissen Retuschen durchgepeitscht werden. Als wird sich irgendwas dran ändern, wenn man das jetzt erst nach der Sommerpause macht. Also sie kommen aus dem Nachbesserungsmodus nicht heraus und schaffen dadurch neue Probleme. Das ist also sehr, sehr problematisch. Und dazu scheint mir noch Folgendes gesagt werden zu müssen. Diese allzu große Beschleunigung in der Politik, die Sie jetzt beschrieben haben, die fängt ja schon an mit unserem Ritual der Regierungsbildung. Die einzige Zeit, in der in Deutschland grundsätzlich über Politik und Strategie nachgedacht wird, das sind die Koalitionsverhandlungen, wo jeder der Koalitionspartner versucht, von seinem Wahlprogramm möglichst viel umzusetzen. Da werden dann Kompromisse gemacht, das ist gut, aber es werden auch Kompromissformen dann einfach gedrechselt, die dann unter dem Druck der Wirklichkeit ab und zu nicht standhalten. Und weil nun einmal im Koalitionsvertrag die Sache mit Heizung und Energiespann drinnen steht, muss es irgendwann gemacht werden, zumal auch immer wieder überprüft wird, wie viel Prozent dessen, was im Koalitionsvertrag drinnen steht, ist denn schon abgearbeitet. Aber das ist nicht das Zentrale. Aber das Problem haben wir alle Koalitionen immer gehabt. Die haben wir immer gehabt. Aber ein Punkt, bevor wir zur AfD zurückkehren, Frau Fiedler noch. Was jetzt im Moment den Zustand der Koalition angeht und wie sie unfreiwillig auch der AfD möglicherweise hilft. Jetzt gibt es ja plötzlich massiven Druck von der grünen Basis in Sachen Migrationspolitik. Herr Schlinkert hat vorhin gesagt, das ist für viele Wähler der Mitte und rechts der Mitte was das Hauptthema. Da soll jetzt also ein Stück dagegen gehalten werden, gegen einen Kompromiss auf EU-Ebene, das EU-Asylrecht so zu vereinheitlichen, dass jedenfalls illegaler Flüchtlingszustrom vermindert wird, also Kontrolle an den Außengrenzen, Verfahren an den Außengrenzen. Jetzt drehen die grüne Basis quasi auf stur. Und ist das nicht einfach auch dann das Problem, dass die Ampel damit in noch schwereres Fahrwasser gerät? Jetzt natürlich die Frage auch, wie sich die Grünen Minister, wie sich die Grünen Spitze da verhält. Aber die sind natürlich im Dilemma, ganz klar. Sie haben eine Basis, die zum Teil ziemlich links tickt, die jetzt auch Sorge hat, dass da an den EU-Außengrenzen Lager entstehen, dass da illegale Pushbacks vermehrt stattfinden. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch die Koalitionslinie. Nancy Faeser will sich jetzt dafür einsetzen, dass es eben ein gemeinsames europäisches Asylsystem gibt, dass da auch mehr Kontrolle an den Außengrenzen stattfindet. Was auch viel Kompromissbereitschaft erfordert. Ja, und es wäre natürlich was auch Seehofer nicht geschafft hat, was Nancy Faeser jetzt schaffen würde. Also aus Sicht von Nancy Faeser wäre das auch ein Erfolg, wenn das jetzt funktionieren würde. Und die Grünen sind jetzt eben in dem Dilemma, einerseits linke Basis und linke Grünenwähler vor den Kopf stoßen. Andererseits die andere Möglichkeit wäre ja das Ganze blockieren. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich auch von Seiten der Union dann massiv genutzt werden würde. Auch um gegen die Grünen zu schießen. Also es ist eine tatsächlich schwierige Situation. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen oder gemutmaßt, was die Leute alles nicht wollen an der aktuellen Politik, vor allen Dingen in der regierenden Koalition. Aber was wollen sie denn eigentlich? Ist das, Herr Patzel, den Leuten klar? Denn was hat denn die Alternative für Deutschland, die sich ja alternativ nennt, weil sie Alternativen anbieten möchte, nach eigenem Selbstverständnis eigentlich zu bieten an alternativen politischen Inhalten? An alternativen politischen Inhalten ist anders als Beschreibung von wünschenswerten Zielen wenig bei der AfD zu finden. Das ist aber auch nicht verwunderlich, denn eine Partei, die ohnehin in den nächsten 10 Jahren nirgendwo an der Regierung beteiligt sein wird, steht auch gar nicht in der Notwendigkeit, praktikable Politikkonzepte zu entwickeln. Das, was die AfD und die Wählerschaft der AfD in erster Linie will, ist eine
Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung in der Europäischen Union und dabei eine Reduktion des sozialen Magnetismus unseres eigenen Landes. Das, was die Wählerschaft und die AfD gerne hätte, wäre, dass die Inflation wirklich wieder zurückgeht, wozu wahrscheinlich auch beitragen muss, dass die Europäische Zentralbank ihren Flutungsprozess mit Zentralbankgeld zur Behebung von budgetären Problemen mancher europäischer Staaten einstellt. Aber darüber hinaus der AfD. Aber darüber hinaus ist nicht viel an Konkreten zu sehen. Denn dass das Bildungssystem auch marode ist und dies und jenes, mein Gott, also damit kann man in Deutschland, weil das ja auch Ländersache ist, bundespolitisch keinen großen Eindruck machen. Wenn man das bei der AfD, auch in den Zeiten, in denen die Migration ja eigentlich nicht das Megathema war, so in den Jahren so zwischen 2018 und 2021, war es für die AfD-Wähler und die potenziellen AfD-Wählerinnen und Wähler eigentlich immer das wichtigste Thema, auch wenn es gar nicht so für viele bedrohlich erschien. Ist das Hauptthema oder die Hauptthemen erstens Migration, zweitens Migration, drittens Migration? In der Migration und EU-Kritik stehen schon an der Wiege der Partei, das ist ja völlig klar. Und natürlich war der Abwärtstrend in den Jahren, die sie beschrieben hat, auch damit zusammenhängend, dass eben Migration in der Phase nicht das große Megathema war und man es nicht geschafft hat, andere Themen an die Seite zu stellen von den Corona-Protesten, an die man sich gehängt hat, aber beispielsweise kaum profitiert. Jetzt kann man wieder sagen, Migration ist schon immer unser Kernasset. Ja, das stimmt. Sie können sagen, Sie haben im Programm auch eine Debatte, die zurzeit ja auch geführt wird, Kernkraft. Also mit uns wäre die Energie billiger, weil wir einen Energiemix hätten aus deutschen Kernkraftwerken und russischem Gas. Und das verfängt natürlich auch bei einigen, die sagen, es ist zu teuer, was ich hier momentan zahlen muss oder was ich vielleicht in Zukunft zahlen muss, wird noch mehr sein. Die AfD ist und bleibt natürlich ein Fieberthermometer der Krisen, die die anderen verursachen. Das heißt, je mehr Leute sich dafür theoretisch oder praktisch entscheiden, umso mehr geben sie den Regierenden zu bedenken, tu doch mal was in der Migration, überleg mal deinen Energiemix oder das neue Wording, was der Rupal jetzt ausgegeben hat, wir sind die Partei des Mittelstands und des Handwerks, weil natürlich auch durch Rettungspakete und Klimaschutzinitiativen viele kleine Betriebe den Eindruck haben, den Großen wird geholfen und die Kleinen lässt man laufen. Also da versucht man zu zeigen, was die anderen schlecht machen. Aber ich komme noch mal zum Vorhin zurück. Es ist momentan nicht mal erkennbar, dass die AfD irgendwo einen Bürgermeister, einen Landrat, geschweige denn einen Ministerpräsidenten stellen würde. Also muss sie sich nun die nächsten 5, 6, 7, 8, 9 Jahre auf jeden Fall damit bescheiden, immer Stopp zu sagen und eine möglichst große Menge an Stopp-Mitsagern hinter sich zu versammeln. Ich würde aber da gerne auch noch mal einhaken wollen. Also es ist jetzt aber auch nicht so, dass AfD wählen eine rein inhaltlich getriebene Angelegenheit wäre. Also man sieht ja auch, und das sagen Politikwissenschaftler, dass AfD-Wähler rechtspopulistisch, populistisch ticken. Das heißt, da ist auch die Meinung oder das Gefühl da, es gäbe da einen Willen des Volkes, der gegen eine Elite durchgesetzt werden müsse. Und das ist was alle AfD-Wähler auch größtenteils gemeinsam haben. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Schlingert, AfD-Wähler, sind das Protestwähler oder sind das Überzeugungstäter? Jedenfalls, was weiß man über Profil dieser Wähler Bescheid? Ja, man muss natürlich auch sehr unterscheiden. AfD-Wähler ist nicht gleich AfD-Wähler. AfD-Wähler in Nordrhein-Westfalen ist was anderes als ein AfD-Wähler in Sachsen oder in Thüringen. Wir haben es ja in Bremen gesehen, wo die AfD ja nicht antreten durfte zur Wahl. Dann haben die Bürger in Wut mehr als 10% auf Anhieb bekommen. Und wenn man sich anschaut, wie die Strukturen sind, so sehen wir, dass also ganz wenigen westlichen Bundesländern die AfD die Höhen erreicht, die sie in den östlichen Bundesländern erreicht. Zweistellig. Relativ leicht, aber die Wählerstruktur ist relativ ähnlich. Es sind meistens die Altersgruppen 35 bis 40, die ziemlich stark AfD wählen und dann auch noch mehr Männer als Frauen. Aber die Gründe im Westen sind nicht viel anders, sind Protestwähler, die von anderen Parteien enttäuscht sind, wie Sie sagen. Im Osten kommt noch ein bisschen mehr dazu, fühlt man sich ja immer noch benachteiligt. Als Bürger zweiter Klasse, fühlt sich nicht vertreten von den Politikern. Egal, wer da an der Macht ist, ob das die Linken in Thüringen oder die CDU in Sachsen sind. Aber was wir sehen, ist da, wo ein starker Ministerpräsident ist, da ist die Altersverteilung ein bisschen anders. Da sind die mittleren Altersgruppen nicht so stark bei der AfD, wie sie das da sind, wo der Ministerpräsident nicht so eine hohe Zugkraft hat. Aber eins ist klar,
der Anteil der Überzeugungstäter, oder der Überzeugungstäter ist ein schlechtes Wort, der Überzeugungswähler, ist sicherlich in den neuen Bundesländern höher als in den westlichen Bundesländern, weil, wie ich gerade sagte, da auch noch andere Gründe mitspielen wie Enttäuschung. Die Frage Überzeugungswähler ist das eine. Das andere sind, die vielleicht doch Denkzettel verpassen oder protestieren. Es gibt ja nun der Landesverband in Thüringen. Die Junge Alternative sind nach Verfassungsschutzüberzeugung gesichert rechtsextremistisch. Ist das für viele Menschen, die AfD wählen oder vielleicht sich überlegen, die AfD zu wählen, nicht mehr so wichtig, wen sie da wählen, und dass diese rechtsextremistischen Tendenzen ja in der Partei tatsächlich vorhanden sind? Ja, das sind natürlich ganz dramatische Befunde, wenn man sagt, ja, du bist gesichert rechtsextremistisch. Das ist nicht nur extrem, sondern extremistisch. Ja. Also da springt ja schon die Bereitschaft zur Gewaltausübung mit. Also das sind schon sehr, sehr starke Aussagen. Und natürlich führt das zur Distanzierung bei Staatsdienern beispielsweise, bei Beamten, vielleicht auch bei Feuerwehrleuten etc. pp. Andererseits muss man natürlich merken, dass diese sukzessive Beobachtung, die ja unter Haldenwang nochmal forciert worden ist, natürlich auch einen gewissen Gewöhnungseffekt erzeugt hat bei denen, die mit sympathisieren oder sich überlegen können. Sie sagen, naja, also ich referiere das jetzt nur, die sagen, naja, der mag die halt nicht. Ne? Die können machen, was sie wollen. Und Herr Höcke macht sich schon lustig drüber, sagt, lesen Sie bei mir im Telegram-Kanal mit, dann können Sie heute schon lesen, was in einem halben Jahr im Verfassungsschutzbericht drinsteht. Also es ist dort gelungen, auch in einem gewissen Klientel dem Verfassungsschutz die Legitimität abzusprechen. Und leider Gottes ist manchmal der Verfassungsschutz unterhalten, manchmal auch selbst erweckt zumindest den Eindruck, übereifrig zu sein, sodass dieses Schwert zwar heute sehr häufiger gehoben wird als früher, aber in den Augen dieser Wähler viel schwächere Klinge hat. Und das ist schon ein Problem. Nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, wählt es sich ganz ungeniert. Aber trotzdem, und auf den Teil sollte man schon auch gucken, gibt es eben einen nicht kleinen Teil an Überzeugungswählern, die eine in Teilen rechtsextreme Partei wählen und wo die AfD auch machen und sagen könnte, was sie will, die würden die trotzdem wählen. Also das ist ein Befund, den wir ja seit Jahren sehen, und ich finde, das sollte hier in unserer Debatte auch nicht untergehen. Aber es wären vielleicht ja nur, ich kann die Zahlen nicht, aber es wären vielleicht ja nur 8 oder 10%, auf die das hier zuträfe, vermute ich mal. Das ist sicherlich auch Ost-West unterschiedlich. Ja. Aber ja, also was Sie sagen, stimmt natürlich. Herr Schlingert, haben Sie denn da Zahlen darüber, was an Protestwählern und Überzeugungswählern da, wie sich das verteilt unter der Wählerschaft, also in Zahlen der Wählerschaft? Haben wir ja vorhin schon gesagt, in der Republik insgesamt 2/3 Protestwähler, 1/3 wählt aus Überzeugung. Aber ich wollte Ihnen noch eine andere Zahl nennen. Wir machen auch immer alle 2 Jahre in Sachsen eine sehr, sehr große Umfrage, den Sachsen-Monitor. Und in Sachsen gibt es 4% Ausländer. Und wir fragen dann ganz viele Items ab. Es ist eine Face-to-Face-Umfrage, 2000 Leute, wirklich ganz solide. Und das Verblüffende ist, dass bei 4% Ausländern es immer eine Gruppe von über 20% gibt, die sagt, mein Wohnumfeld ist in starkem Maße von Ausländern überfremdet. Das verwundert, wie die eigene Rezeption der Situation ist. Also mit prozentualen Wahrnehmungen hat das gar nichts zu tun. Das ist ein Gefühl, was viele Menschen haben. Und das habe ich vorhin ja schon mal gesagt, viele Menschen fühlen sich da ja auch abgehängt. Im Westen fühlen sich auch viele Menschen abgehängt. Und Sie können also auch sehr klar sehen, bei den westlichen AfD-Wählern gibt es einen ganz klaren Verlauf, was Bildung angeht. Je geringer die Bildung, desto stärker innerhalb der AfD-Wähler der Zugang zur AfD. Je höher die Bildung, desto geringer. Das ist im Osten anders. Herr Patzelt. All diese richtigen Beobachtungen ist, glaube ich, noch Folgendes hinzuzufügen. Wir sprachen vorhin von dem 1/3 sozusagen überzeugter AfD-Wähler. 2/3 wären sozusagen noch greifbar, wenn ihnen Angebote gemacht würden. Aber es ist bei uns inzwischen so weit gediehen, dass der Begriff rechts, rechtsradikal, rassistisch, faschistoid sehr stark entgrenzt worden ist. Viele Leute, die von sich subjektiv wissen, mit Nazis haben wir überhaupt nichts am Hut. Und ich bin auch kein Rechtsradikaler. Sind mit dem Etikett, du bist ein Rechter, ein Rechtsradikaler, so intensiv versehen worden, dass inzwischen eine weit verbreitete Haltung die ist, ja mein Gott, dann bin ich eben ein Rechtsradikaler und dann kann ich ganz ungeniert die AfD wählen. Und das sollten wir im Kopf haben, wenn wir von den 2/3 AfD-Wählern sprechen,
die AfD wählen, ohne sozusagen ein gefestigt rechtsradikales Weltbild zu haben. Infolgedessen müssen wir auch auf unsere politische Rhetorik achten. Wenn wir denen, die wir eigentlich zu den etablierten Parteien zurückholen wollen, ständig verbale Fußtritte verpassen und ihnen sozusagen menschliche Integrität und politischen Verstand einfach schematisch absprechen, dann werden wir an dieser Stelle nicht erfolgreich sein. Das haben wir nun jahrelang gemacht und heute wundern wir uns, warum die AfD trotz des ständigen Kampfes gegen Rechts und der Ausgrenzung bei 28% ist. Wir haben wahrscheinlich was falsch gemacht. 2/3 in Deutschland, auch das eine neue Umfrage, haben tatsächlich Angst vor einem Rechtsruck. 1/3 hat das nicht. Es gibt 2 Umfragen mit nahezu parallelen Ergebnissen. Das heißt also, das Bewusstsein, welche Rolle die AfD auch spielt in der politischen Landschaft, ist bei vielen Menschen, also bei einer klaren Mehrheit, vorhanden. Es ist ja nach wie vor keine Partei, der jetzt die Herzen von ganz Deutschland zufliegen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir reden hier von Umfrageergebnissen von 18-20%, von einem stabil nach oben gerichteten Aufwärtstrend. Aber muss man sagen, mehr jetzt auch noch nicht. Ne? Das wird die Parteilandschaft irgendwie auch an anderen Stellen beeinflussen. Nur noch mal da verstärken, daran erinnern, woran es gescheitert ist letzten Endes, dass Hillary Clinton nicht amerikanische Präsidentin wurde, weil sie von dem Deplorables gesprochen hat, den Abgehängten. Und ich glaube, man kann natürlich soziologisch beobachten, davon sprechen. Aber wenn man den Eindruck vermittelt als Politiker, der im politischen Wettbewerb besteht, das sind die Abgehängten, die sind halt abgehängt, dann verfestigt man ja auch deren Selbstzuschreibung. Und wenn man also sagt, das sind halt die als Politiker, das sind die Bildungslosen, die Abgehängten, oder manche haben schon gesagt, ja, das läge an der DDR-Erziehung, die seien im Prinzip nicht mehr demokratiefähig, dann produziere ich Trotz. Und ich glaube, erwachsene Politik wäre, Argumente zu bringen und nicht Trotz zu provozieren. Und da habe ich schon den Eindruck, dass mit solchen Zuschreibungen wie schlechte Laune-Partei, Herr Scholz sich da keinen Gefallen tut. Momentan ist die AfD eine schlechte Laune-Partei für ihn, weil sie eben gleich hoch ist wie die SPD. Sie haben ja das Buch Die Methode AfD geschrieben. Was bei der AfD immer wieder auffällt, dass sie ja mindestens, also jetzt mit aktuellen Vergleich, mindestens so zerstritten ist wie die Ampel. Das scheint ihr aber nicht zu schaden. Also nur ein Beispiel, Bundestagsfraktion wegen der Russlandpolitik, da gibt's ja, kracht es ja richtig im Gebälk im Moment. Diese Zerstrittenheit scheint ihr aber nicht zu schaden. Ich würde sagen, da hat sich was geändert bei der AfD. Also zu Zeiten, wo Herr Meuthen noch da war, da hat es ja ständig gekracht. Und das, glaube ich, hat ein Stück weit schon geschadet, dieser zerstrittene Eindruck. Das ist jetzt aber vorbei. Klar, in der Bundestagsfraktion wird in Sachen Russlandpolitik auch heftig diskutiert. Das dringt aber gar nicht mehr so stark nach außen. Und diese wirklich heftigen Machtkämpfe zwischen Radikal-Rechten und etwas weniger Radikal-Rechten, die finden ja so nicht mehr statt, weil die Frage eigentlich geklärt ist innerhalb der Partei. Und ich glaube, das ist sicherlich auch ein Punkt, von dem die Partei profitiert. Jetzt ist ja die Partei, ist gerade schon mal angeklungen, gegründet worden, sag mal, von westdeutsch sozialisierten Professoren im Jahre 2013, die ein marktliberal bis marktradikales, staatsfernes Weltbild haben, denen die damalige Koalition aus Union und FDP viel zu links waren. Inzwischen ist die Hochburg aber in Ostdeutschland für diese Partei. Herr Patzel, ist das eine eher ostdeutsche Partei? Ist sie noch eine westdeutsche? Vermischt sich da Ostdeutsches und Westdeutsches? Wo liegt die Zukunft der AfD? Fragen wir zunächst einmal nach der Vergangenheit, denn aus der ergibt sich dann meistens fahrtabhängig manches in Bezug auf die Zukunft. Schauen Sie, in Ostdeutschland gibt es seit der Wiedervereinigung den Eindruck, dass das westdeutsche System auch nicht ganz das Gelbe vom Ei ist, dass auch nicht alles wohlgeraten ist, dass vieles an westdeutscher Politik in der Praxis sich gar nicht so gut auswirkt, wie es klingt. Diese Besorgnis, auch angesichts mancher westdeutscher Arroganz, wie mit Ostdeutschen umgegangen worden ist, ist früher von der PDS ganz wunderbar zum Ausdruck gebracht worden. Wenn man auf Wahlergebnisse geblickt hat, hat sich dann immer bei der PDS die Silhouette der DDR abgezeichnet. Inzwischen ist die PDS auch durch ihre Ausdehnung in den Westen zu einer ganz normalen deutschen linken Partei geworden, die das Schicksal aller sehr linken Parteien in Deutschland teilt, nämlich irgendwann unter die 5%-Hürde zu rutschen. Die Funktion, Protest gegen ein System zum Ausdruck zu bringen, in die hat sich die AfD hineingesucht, hineingearbeitet. Das Zentrale war, dass die AfD, nachdem sie 2013 knapp den Einzug in den Bundestag verfehlt hat, sozusagen auf der Suche nach einem neuen Geschäftsfeld war.
und die AfD-Führung, Gauland und so weiter, haben 2014 in Dresden ganz präzise nachgesehen, worüber erregen sich heute Ostdeutsche am meisten. Sie erregen sich am meisten, dass sozusagen ihre vertraute, halbwegs wieder stabilisierte Lebenswelt durch eine ungesteuerte Einwanderung verändert würde. Insbesondere Muslime wurden gefürchtet. Deswegen auch die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Gauland hat wie andere Beobachter gemerkt, dass hier der Eindruck, die eigene Lebenswelt verändere sich, eine große Mobilisierungskraft entwickelt, auch wenn es gar nicht furchtbar viele Ausländer und Muslime in Ostdeutschland gibt. Und hier hat dann die AfD das zentrale Mobilisierungsthema gefunden. Und weil die westdeutschen Reaktionen auf den in Ostdeutschland aufkommenden Rechtspopulismus ziemlich taktisch dämlich waren, nämlich dann die Ostdeutschen als Dunkeldeutschland, gescheiterter Staat, nicht reif zur Demokratie zu bezeichnen, hat der Protest dann auch noch eine gewaltige psychische Dimension gewonnen. Wenn man das begreift, dann begreift man, warum die AfD heute im Osten bei 28 plus x Prozent steht und im Westen bloß bei 12 plus x Prozent. Herr Schlinger, lassen Sie uns da einen Gedanken da noch aufgreifen. Es gibt ja eine, wenn ich das richtig im Kopf habe, diese Grafiken, direkte Wählerwanderungen in den letzten Jahren, vor allem bei Landtagswahlen in Ostdeutschland, von der Linken zur AfD. Kann man sagen, dass die AfD die Linke da auch als ostdeutsche Kümmererpartei abgelöst hat, vollständig abgelöst hat? Ja, vollständig nicht, sonst würden ja auch die Ergebnisse bei den Umfragen in Thüringen nicht nach wie vor auch noch ein ganz gutes Ergebnis für die Linken haben. Liegt vielleicht an Ramelow. Ich wollte ihn eigentlich noch, ja klar, es hat ja auch eine ganz gute Zustimmung, was sehe ich hier gerade, muss ich mal gerade reingucken, da sind auch mehr, 53% zufrieden mit Ramelow, ganz gute Zahl. Links. Aber vielleicht eine Zahl, die uns alle ein bisschen ermutigen kann. Wir haben auch im letzten Monat oder was in diesem Monat gefragt, jetzt mal abgesehen von welcher Partei Sie uns jetzt gesagt haben, die Sie wählen würden, wenn jetzt Wahlen wäre. Und wir wissen ja selbst, an die 30% sagen uns im Moment, ich weiß gar nicht, was ich wählen würde, ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich hingehen werde. Aber wenn wir das gefragt haben und dann gefragt haben, und was könnten Sie sich vorstellen, welche Partei könnten Sie denn sonst noch wählen und welche Partei würden Sie auf gar keinen Fall wählen, dann fand ich sehr überraschend, dass 77% der Gesamtwahlberechtigten und nicht nur derjenigen, die schon wissen, was sie täten, falls eine Wahl wäre, uns gesagt haben, also die AfD würden wir auf gar keinen Fall wählen. Das ist interessant, weil diese Zahlen bei den anderen Parteien, bei der CDU, bei der SPD immer so um die 50% sind, dann bei den Grünen und bei der FDP so um die 40%. Da haben die Grünen ganz ordentlich verloren im Vergleich zu dem, was vorher da war. Aber die Zahlen bei der AfD sind eindeutig und sie sind sicherlich, und das ist jetzt auch in unserer Diskussion ja wieder rausgekommen, ganz eindeutig hat das was mit der Unzufriedenheit zu tun und auch, wie Herr Professor Petzold sagte, auch was mit der nicht gerade positiven Umgang mit den Problemen, die im Osten in den neuen Bundesländern waren. Man hat es wirklich abgetan als Nörgler, wo man gesagt hat, seid doch froh, ihr habt neue Straßen und schöne Häuser und seid zufrieden und dankt uns. Wir schicken auch jedes Jahr 100 Milliarden Euro zu euch. Also es dürft doch gar nicht böse sein, müsst ihr doch einige unserer schönen Parteien wählen. Aber was wir gesehen haben, ja auch in Sachsen-Anhalt, als gibt es einen guten Ministerpräsident, der hat stark mobilisiert auch ein bisschen sich selbst gegen den Westen, gegen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkgebühren. Der wurde doch ganz schnell und gut gewählt mit seiner CDU. Aber man sieht natürlich auch, wie schwierig es ist, dann an solchen Personen festzuhalten. Also Herr Ramelow muss jetzt unbedingt noch mal in die Bütt, Herr Hasselhoff musste noch mal antreten. Also irgendwann hast du dann auch wirklich das Bekenntnis, das Zeichen. Das, was Sie sagen, Herr Kisser, ist ja das, was man als Brandmauer gegen die AfD bezeichnet, vor allem bei der Union. Aber bröckelt diese Brandmauer, nächstes Jahr kommt es ja zum Lackmustest möglicherweise. Sie haben es ja vorhin gesagt, wir werden noch längere Zeit in der Opposition bleiben. Aber hält diese Brandmauer vor allem der Union, wenn wir jetzt die, vielleicht nicht in Brandenburg, aber auf die Wahl in Sachsen und in Thüringen, wo die AfD ja stärkste Partei ist, zumindest in den Umfragen jetzt, hält diese Brandmauer dann oder gibt es doch möglicherweise einen Versuch, ein Bündnis zu schmieden? Vielleicht keine Koalition, aber ein Tolerierungsbündnis? Also ich kann mir das jetzt eigentlich nicht vorstellen, weil man doch jetzt den Mund so voll genommen hat. Also das wäre ja wirklich dann der organisierte Wahlbetrug, wenn man danach sagt, also das machen wir doch irgendwas mit der AfD. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass die Brandmauer der AfD gegenüber
auf allen Ebenen, auf allen Zeiten halten wird. Das glaube ich einfach faktisch nicht. Wenn du Gemeinden hast, wo eine Landratswahl ansteht und dort ist jemand im Ort verankert, da wird es irgendwann auch mal in den nächsten Jahren einen Landrat geben von der AfD. Ist ja schon ein paar Mal knapp gescheitert. Das wird hier und da passieren. Und dann wird man schauen, ob der sich komplett als unfähig erweist oder ob er vielleicht seinen Job gar nicht so arg schlecht macht. Nur auf einer Bundesebene und einer Landesebene wird diese sogenannte Brandmauer, ich halte das Wort für etwas unglücklich, aber die Abgrenzung, sagen wir mal, wird schon noch eine Weile halten. Bei der Brandmauer ist nicht nur der Begriff ein wenig unglücklich. Es ist einfach der Singular unglücklich. Es gibt nicht eine Brandmauer. Man muss unterscheiden zwischen Brandmauern in Parlamenten und Brandmauern bei der Wählerschaft. In Parlamenten ist es so, dass wir in den nächsten 10 Jahren keine Koalition von irgendeiner Partei mit der AfD sehen werden. Jeder CDU-Politiker, der sich der AfD annähert, der stirbt sofort im medialen Sperrfeuer. Und außerdem ist es einfach so, dass ihm der größte Teil der eigenen Partei nicht folgen würde. Und nicht zuletzt, keine Partei wird von AfDlern, Anhängern, Wählern, Politikern mehr verachtet als die CDU. Die Grünen werden wenigstens als Feinde ernst genommen. Die CDU gilt denen als ein Opportunistenhaufen ohne Rückgrat und ohne Konzept. Es wird scheitern an der AfD auch. Es wird scheitern an der AfD, denn wenn die AfD die stärkste Partei ist, kann sie auf gar keinen Fall mit solchen Opportunisten in ihren Augen ein Bündnis eingehen, wo sie nicht den Ministerpräsidenten stellt. Also würde ich schon mal widersprechen. Ja, Sekunde, gleich dürfen Sie. Auf parlamentarischer Ebene werden wir Altparteienkoalitionen oder Minderheitskoalitionen gegen die AfD erleben. Dass von diesen Koalitionen nicht die CDU profitieren wird, sondern die AfD, ist auch sehr klar. Die Brandmauer bei den Wählern freilich, die hat nie bestanden und die lässt sich auch nicht durch Ausgrenzungen und so weiter erzeugen. Solange die Wähler nicht den Eindruck haben, ein großer Teil der Wähler, der jetzt die AfD wählt, nicht den Eindruck hat, dass man bei den etablierten Parteien, an dieser Stelle eher bei der CDU, besser aufgehoben wäre als bei der AfD, wird die Wählerabwanderung sich nicht stoppen lassen. Frau Fiedler. Also wenn man sich mit AfDlern unterhält, die überlegen natürlich schon, wie man am besten mal an die Macht kommen könnte. Und da ist dann natürlich die Union wäre die Machtoption. Jetzt ist es zum Glück so, dass man in der Union das nicht als Option sieht momentan. Aber ich würde sagen, der Union kommt hier an der Stelle nicht nur beim Thema Brandmauer schon die wichtigste Funktion zu, aber auch also was die Abgrenzung zur AfD betrifft. Wir sehen jetzt ja auch, dass es rhetorisch immer wieder Ausbrüche gibt in Richtung AfD. Wir haben es jetzt, ich habe es am Anfang angesprochen, Energiestasi, ein Ausspruch vom CDU-Chef in Thüringen. Das suggeriert ja oder vergleicht die Bundesregierung mit der DDR-Diktatur, was ja was ist, was wir von der AfD so kennen. Und es ist gefährlich, sich dieser Rhetorik anzunähern und dieses Narrativ zu nähern, also da quasi rhetorisch einer Partei hinterherzurennen, die in unseren Parlamenten sitzt und versucht, die Demokratie mit genau so einer Rhetorik von innen heraus zu untergraben. Herr Schlinkert. Ja, ich wollte nur noch sagen, die CDU wäre sicherlich nicht gut beraten, wenn sie sich mit der AfD einlassen würde. Das haben wir schon erlebt, als die SPD sich mit den Grünen letztendlich verbündet hat, sich vorher bekämpft hat und dann aber die Menschen natürlich dann das Original gewählt haben, eben nicht mehr die SPD, sondern die Grünen. Die Grünen sind sicherlich auch durch die SPD stark geworden. Und sollte die CDU mit der AfD zusammengehen, dann wäre es für die AfD natürlich eine Adelung und die Menschen würden also eher das Original wählen als die CDU. Das ist völlig klar. Das heißt, da kann sich Friedrich Merz sicher sein, dass ihm ein Großteil der Partei folgen wird. Er hätte ja seinen guten Namen dafür verpfändet, dass es nicht zu diesem Bündnis kommt. Ja, momentan schon, aber er ist ja auch am Spätherbst seiner politischen Karriere und es wird auch eine Sachsen-Anhalt nach Herrn Hasselhoff geben und es hängt wirklich sehr viel ab von der nächsten Generation, welches Gesicht die CDU dann präsentieren wird den Wählern. Und wir werden solche Debatten, glaube ich, wer mit wem darf, wenn die Wähler es wollen und die Funktionäre aber nicht, werden wir oft führen müssen, weil letztendlich muss ja der Wille des Wählers sich angemessen wiederfinden und eine Koalition aus 4-5 Parteien, permanente wechselnde Mehrheiten ist, glaube ich, letzten Endes auch nicht gut für ein politisches System. Aber möglicherweise auch die politische Zukunft. In Thüringen war es ja so, dass bisher seit der letzten Wahl ja eine Minderheitsregierung, also faktisch war, die Bodo Ramelow ja zu Recht darauf hingewiesen hat, wir streiten uns weniger, obwohl es schwierig ist, als im Moment die Ampel. Wir müssen hier einen Punkt machen. Unsere Zeit ist nur für heute natürlich abgelaufen. Ich bedanke mich bei Maria Fiedler, bei Reinhard Schlinkert, bei Professor Werner Patzelt und bei Alexander Kissler. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, das nächste aktuelle Phoenix-Gespräch-Format, das kommt am Montag um 22.15 Uhr unter den Linden, moderiert von Michaela Kolster.
Aktuelles bei Phoenix der Tag mit Thomas Bade, darin unter anderem eine Pressekonferenz zu der bevorstehenden Übung der NATO-Luftstreitkräfte Air Defender. Bleiben Sie bei uns.